Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kongressteilnehmer, Hamburg hat eine der sportaktivsten Bevölkerungen aller Großstädte in Deutschland. 80% der Hamburgerinnen und Hamburger sind sportlich aktiv. Diese Aktivität wird unterstützt durch den Senat. Sportliche Aktivität ist kein Zufall, sondern beruht auf langfristig angelegten Strukturen und Strategien. Die Strategie Hamburgs im Rahmen von Active City möchte ich Ihnen heute gerne darstellen. Zunächst möchte ich mich aber gerne bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Dr. Jonas Leder und ich bin der Direktor des Landessportamtes der Freien und Hansestadt Hamburg. Zuvor habe ich als Legal Counsel die Münchner Olympiabewerbung beraten. Im Anschluss war ich als Rechtsanwalt für Sportrecht tätig. In diesem Zuge habe ich auch die Hamburger Olympiabewerbung begleitet. Vielen Dank, dass Sie mir gestatten, am heutigen dritten Tag des Kongresses über die Global Active City Hamburg zu sprechen. Ich möchte Ihnen zunächst eine Einordnung des Masterplan Active City sowie der Active City Strategie in den Gesamtkontext der sportpolitischen Ausrichtung der Stadt geben und aufzeigen, welche Entwicklungen zur Active City Strategie geführt haben. Im Anschluss möchte ich Ihnen dann den Masterplan und die Strategie selbst vorstellen und Ihnen dabei auch einzelne Maßnahmen vorstellen. Im Weiteren möchte ich dann darauf eingehen, dass wir unter Active City jedoch mehr verstehen als die reine Umsetzung der Projekte. Für uns ist die Active City ein neues Leitbild, welches für die gesamte Stadt gilt. Lassen Sie mich jetzt jedoch mit der Einordnung des Masterplan Active City und der Active City Strategie in den sportpolitischen Kontext anfangen. Schon 2011 hat man in Hamburg erkannt, dass für die Weiterentwicklung und Etablierung des Sports ein Schulterschluss aller Akteure erforderlich ist. Also von Breitensport, Leistungssport, Politik und Wirtschaft. Startschuss war die sogenannte Sportgeisterklärung, die zwischen dem organisierten Sport mit seinen über 800 Mitgliedsvereinen, dem Olympiastützpunkt und der Handelskammer Hamburg als Vertreter der Wirtschaft abgeschlossen wurde. Zugleich markiert dieser Zeitpunkt auch die Geburtsstunde der Zukunftskommission Sport, die auf Basis der Sportgeisterklärung gemeinsam mit der Stadt Hamburg 2010 die Dekadenstrategie erarbeitet hat. Diese Strategie bildet das Fundament für ein Zusammenwachsen der Akteure des Sports und versetzte Hamburg in die Lage, sich für die Olympischen Spiele 2024 zu bewerben. Das Ergebnis der Bemühungen Hamburgs um die Olympischen Sommerspiele ist Ihnen bekannt. Die Hamburger Bevölkerung hat sich in einem Referendum knapp gegen die Fortführung der Bewerbung ausgesprochen. Meine Damen und Herren, das war ein schwerer Schlag für Hamburg, jedoch kein Knockout. Vielmehr markiert diese Entscheidung den Zeitpunkt, auf dem Fundament der Dekadenstrategie, den Sport weiterzuentwickeln und die gesamtstädtische Dimension noch stärker zu betonen. Die Entscheidung gegen die Olympischen Spiele wurde somit eine Entscheidung für den Sport. Aus rund 900 Einzelprojekten, die im Rahmen des Olympiakonzepts geplant wurden, wurden 26 Projekte und 6 Empfehlungen identifiziert, die im Rahmen des sogenannten Masterplans Active City bis 2024 umgesetzt werden sollen. Für die Auswahl der Projekte waren mehrere Kriterien ausschlaggebend. Zum einen sollte der Sport in seiner Gesamtheit und in all seinen verschiedenen Facetten gefördert werden. Wie Sie sehen können, sind die Projekte sowohl im Leistungssport als auch im Breitensport angesiedelt. Im Breitensport haben wir Projekte aus dem Bereich Vereins- und Schulsport, Sport im öffentlichen Raum sowie Sport für alle angesiedelt. Im Bereich des Leistungssports finden Sie Projekte aus dem Nachwuchsleistungssport und dem Spitzensport. Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Auswahl war die regionale Verteilung. Sport soll in der ganzen Stadt erlebbar sein. Die Projekte sind dabei auf alle Bezirke Hamburgs verteilt. So sieht der Masterplan Active City beispielhaft in jedem Bezirk eine barrierefreie Sporthalle vor. Der Masterplan Active City kann somit als olympisches Erbe ohne olympische Spiele verstanden werden. Wir alle wissen, dass die Sportinfrastruktur eine notwendige Grundlage für den sportlichen Erfolg ist. Zugleich hilft die beste Infrastruktur nicht,
wenn das Mindset für sportliche Aktivität fehlt. Hier setzt die Active City Strategie an, welche die gesamtgesellschaftliche Dimension des Sports in den Blick nimmt und somit weit über den Sport hinausgeht. Gern möchte ich das erläutern, indem ich mit Ihnen den Blick auf einige Aspekte der Active City Strategie werfen möchte. Da wäre zum einen der Bereich Infrastruktur, zum anderen der Bereich Vernetzung, der Bereich der Digitalisierung sowie der Bereich Veranstaltung. Bleiben wir zunächst noch bei der Infrastruktur. Im Bereich der Infrastruktur werden wir mit dem Masterplan Active City Projekte im Gesamtwert von über 50 Millionen Euro realisieren. Hier geht es, wie gesagt, nicht nur um Spitzensport wie die Sanierung des Tennisstadions am Roten Baum zu einer modernen Tennisarena, sondern auch gerade darum, niedrigschwellige Bewegungsangebote in der gesamten Stadt zu schaffen. So haben wir in jedem Bezirk der Stadt sogenannte Bewegungsinseln geschaffen. Dort kann jede und jeder an eben diesen Outdoor-Fitnessgeräten kostenlos Sport treiben. Die Inseln sind frei zugänglich und bieten für jedes Alter Möglichkeiten des Kraft- und Ausdauersports. Die Nutzung kann, wie gesagt, kostenfrei erfolgen. Und um das Angebot noch attraktiver zu machen, wollen wir unsere Parks und Grünanlagen noch stärker als Ort für Aktivität öffnen. Wir bilden daher Parksportkoordinatoren aus, die vor Ort Hilfestellung bieten und Sportangebote offerieren. All das mit dem Ziel, dass die Leute motiviert werden, Sport zu treiben und Mitglied auch im Sportverein werden. Die erhöhte Nachfrage nach Sportplätzen in einer immer stärker wachsenden Stadt fangen wir insbesondere dadurch auf, dass wir bestehende Grand- und Rasenplätze in Kunstrasenplätze umwandeln. Hierdurch kann eine starke Erhöhung der Nutzungskapazität erreicht werden. So kann ein Naturrasen von 5 bis 8 Mannschaften bespielt werden, ein Kunstrasen hingegen von bis zu 18 Mannschaften pro Woche. Unsere Schulsporthallen versuchen wir möglichst effektiv zu nutzen. So dienen sie am Vormittag dem Schulsport und können am Nachmittag kostenfrei von den Vereinen in Hamburg genutzt werden. Bis zum Jahre 2027 sind der Neubau von 130 Schulsporthallen und die Sanierung von 149 bestehenden Anlagen geplant. Wir investieren also massiv in die Zukunft des Sports. Die Zukunft bleibt spannend. So planen wir mit dem Stadtteilentwicklungsprojekt Oberwilwerda den weltweit ersten Modellstadtteil Active City. Hier entsteht im Südosten der Stadt bis Mitte der 20er Jahre eine neue Heimat für rund 15.000 Menschen. Autoreduziert und in einem erheblichen Maße auf Sport, Bewegung und Gesundheit ausgerichtet. Auf 124 Hektar sollen rund 7.000 Wohneinheiten und bis zu 5.000 Arbeitsplätze entstehen. 28 Hektar öffentliche Grün- und Freiflächen mit zahlreichen Spielplätzen sowie ein großer Aktivitätspark und ein Schwimmbad sorgen für vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Als Modellstadtteil für die Active City will Oberwilwerda ein aktives und gemeinschaftliches Leben für alle Bevölkerungsgruppen fördern, weitestgehend barrierefreie Angebote schaffen und gut ausgebaute Fuß- und Fahrradwege einplanen. Für dieses ambitionierte Ziel braucht es eine frühzeitige und kontinuierliche Steuerung des Entwicklungsprozesses. Zu Beginn der Planung konnten auch Bürgerinnen und Bürger Anregungen, Ideen und Kritik einbringen. Ein offener und transparenter Planungsprozess war uns wichtig, um alle Perspektiven in dem Vorhaben berücksichtigen zu können. Es lässt sich also sagen, dass der Sport innerhalb dieses Projekts als wegweisendes Identitätsmerkmal den Charakter des Quartiers maßgeblich prägen wird und so in einem erhöhten Maße auch zur Lebensqualität beitragen wird. Die physische Sportinfrastruktur ist damit Grundpfeiler, Rückgrat und Hardware der Sportentwicklung sowie der Grundausrichtung der Active City Strategie, die auch darauf abzielt, noch mehr Flächen und Räume für Sport und Bewegung anzubieten und die entsprechende Nutzungsintensität zu erhöhen. Für die Erreichung dieser Ziele sind digitale Informationen und Kommunikation unverzichtbar. Ich möchte daher jetzt gerne über den Punkt Digitalisierung sprechen.
Mit der Active City Map wurde ein Tool entwickelt, das auf der Grundlage umfangreicher Daten sehr spezifische und umfassende Angaben zu Hamburgs Sportstätten interaktiv anbietet. Die kostenlose Nutzung zeigt mehr als 1500 öffentliche und vereinseigene Sportstätten der Stadt. Mit wenigen Klicks wird Wissenswertes über den gesuchten Sportverein, den Clubs im Quartier, die Belegungszeiten der Hallen und Plätze, technische Daten und Angebote der Nutzer aufgezeigt. Die Active City Map der Stadt Hamburg ist jetzt seit 2 Jahren online. Sie dient den Bürgern dazu, schnell eine geeignete Sportstätte zu finden, und der Verwaltung und der Politik dient sie als Planungstool für eine Sportstättenentwicklung, da sie auch planerisch relevante Daten wie Bevölkerungsgröße und Altersstrukturen in spezifischen Gebieten aufzeigen kann. Als weiteres Kommunikationsmittel haben wir die Active City App entwickelt. Sie stellt ein ganz besonders wichtiges Instrument der Kommunikation dar, aber auch der innovativen und zeitgemäßen Vermittlung sportlicher Aktivität. Sie soll die digitale Plattform für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sein, die sportliche Angebote, Events und mehr auf Web und App gleichermaßen darstellt. Dazu gibt es einen Newsfeed mit den neuesten Stories aus der Hamburger Sportwelt und die Möglichkeit, in gemeinschaftlichen Challenges mit Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen oder der ganzen Stadt Hamburg gegeneinander anzutreten. Ziel dieses Tools ist es, über Sportangebote zu informieren, die Menschen zur Bewegung zu motivieren und mithilfe eines gezielten Marketings, zum Beispiel über die sozialen Netzwerke, eine lebhafte Community auszubilden. Daneben begleiten wir die Umsetzung der Strategie intensiv auf verschiedenen Kanälen wie Facebook, Twitter oder Instagram, aber auch mit zahlreichen Aktionen vor Ort, um die übergreifende, identitätsstiftende und vereinende Idee kommunikativ darzustellen. Hamburgs Sportsenator Andi Grote formulierte: Sport und Bewegung sollen in Hamburgs Stadtbild präsent und Teil des Selbstverständnisses der Hamburgerinnen und Hamburger werden. Wir wollen mit Sport und Bewegung die Lebensqualität der Hamburgerinnen und Hamburger steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, spielt die Vernetzung der Akteure eine wichtige Rolle. Sport ist immer dann erfolgreich, wenn man ein funktionierendes Team hat. Für eine Stadt gesprochen bedeutet das, dass alle Akteure der Stadt zusammenwirken müssen, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Das bedeutet ganz konkret, dass im Bereich der Stadtentwicklung der Sport von Anfang an mitgeplant werden muss. Das bedeutet zum einen die Berücksichtigung von Sportstätten, zum anderen aber auch die Gestaltung des öffentlichen Raums in einer Form, die zur Bewegung animiert. Das bedeutet auch, dass die zuständige Behörde für Verkehr einen Fokus auf den Radverkehr legt. Das bedeutet, dass Schulen und Kindergärten bewegungsfördernde Angebote integrieren. Das bedeutet, für alle Behörden der Stadt Sport und Bewegung von Anfang an mitzudenken. Das Bekenntnis aller Behörden der Stadt zu den Schwerpunkten der Active City Strategie bildet daher eine entscheidende Grundlage. Denn alle Bereiche einer Stadt können auf diese Strategie einzahlen. Unsere Schulbehörde, unsere Sozialbehörde, unsere Umweltbehörde. Sie alle leisten einen Beitrag, dass der Sport in all seinen Facetten und seiner breiten gesellschaftlichen Relevanz im Alltag implementiert wird. Mehr und mehr versuchen wir, Synergieeffekte und Vernetzung zu schaffen. Dabei ist der enge Austausch der Akteurinnen und Akteure des Sports, der Politik und der Verwaltung unerlässlich, um der gemeinsamen Verantwortung gerecht zu werden. Partner und Motor zugleich ist dabei der organisierte Sport mit seinen über 800 Vereinen und mit über einer 500.000 Mitgliedern. Er bildet mit seinen Angeboten das Rückgrat unserer Strategie. Deshalb ist es auch gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie so wichtig, den Vereinssport zu stärken und Menschen zu einer Mitgliedschaft im Verein zu bewegen. Denn sie gibt Perspektiven, Anerkennung und Gemeinschaft. Die Anerkennung und Auszeichnung als Global Active City durch die Tafisa im Oktober 2018
war ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Hamburger Active City, sich weiterzuentwickeln, um sich eine größere Vernetzung zu erschließen. Hier stehen wir in einer Reihe mit Städten wie Buenos Aires, Liverpool oder auch Lillehammer. Alle Städte verfolgen großartige Ansätze, von denen wir alle lernen können. Umso mehr dient auch dieser Kongress heute dazu, mit Ihnen in einen internationalen Austausch zu kommen und voneinander zu lernen. Zu jeder Zeit ist es unser Bestreben, mit der Active City Strategie und ihrer Philosophie die gesamte Stadt, die Hamburgerinnen und Hamburger, die Verwaltung, die Wirtschaft, Sportverbände, Umweltorganisationen mitzunehmen und zu überzeugen. Deshalb ist es uns auch so wichtig, Kooperationen an den Stellen einzugehen, wo sie sinnvoll und auch notwendig sind. Dies betrifft unter anderem Sektoren wie Gesundheit, Kinder und Jugendliche, Schulsport, Leistungssport, Sportinfrastruktur. Lassen Sie mich beispielhaft das Themenfeld Gesundheit ansprechen. Hier bestehen unter anderem Zusammenarbeiten mit dem Universitätskrankenhaus Hamburg, dem Hamburger Bewegungsinstitut der Universität, der Gesundheitsbehörde und Krankenkassen. Auch diese Kooperationen führen dazu, dass Hamburg seit Jahren Standort eines vielseits beachteten sportmedizinischen Kongresses ist. Kommenden Monat findet der Sports Medicine and Health Summit digital mit über 1500 Wissenschaftlern, Sportmedizinern und Bewegungstherapeuten statt. Leitfrage wird dabei sein, die Bedeutung frühkindlicher Bewegung und Aktivität für eine nachhaltige Gesundheit. Dieser Kongress ist ein Beispiel der Vernetzung des Stellenwertes, den die Stadt Hamburg insgesamt auch erfährt, weil die Active City so viele interessante und begeisternde Formate und Events anbietet. Damit möchte ich auch zu meinem letzten Punkt kommen, unseren Sportveranstaltungen. Hamburg hat unter dem Stichwort Top-10-Formate herausragende Sportereignisse in die Stadt geholt. Und so meine ich es auch. Mitten in der Stadt finden seit vielen Jahren die wichtigsten Ausdauersportveranstaltungen weltweit statt. Marathon, Ironman, Cyclassics, Triathlon. Außerordentliche Ereignisse, die Sinnbilder der Active City sind, weil sie neben hervorragendem Sport und der Präsenz der Weltelite auch Sportangebote für jedermann bereithalten. Dies ist ein wichtiges Konzept unserer Stadt. Sport für alle. Elite-Sportler, Jedermänner und Schulkinder. Sie alle sollen die Stadt als Arena erleben. Darüber hinaus hat Hamburg mit seinen Beachvolleyballturnieren internationales Format nachgewiesen. Jeden zum Sport zu motivieren, ist auch das Ziel unseres jährlich organisierten Active City Summer. Dieser bietet eine Vielzahl kostenloser, angeleiteter Sportangebote aus den Vereinen für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Auch für die, die mit Sport und Bewegung bisher nicht so viele Berührungspunkte hatten. Egal ob Zumba, Parkouring, Workout, für jeden und für jedes etwas dabei. Ziel ist es auch hier wieder, so viele Hamburgerinnen und Hamburger zu mehr Sport und Bewegung zu motivieren und darüber hinaus auch die Vielfalt der Stadt zu nutzen. Spaß, gemeinsame Freizeitgestaltung und sportliche Aktivität stehen im Vordergrund. Dazu einige Zahlen. Im letzten Jahr zählten wir 11.000 Teilnehmende, die insgesamt über 2.000 Stunden Sport an insgesamt über 35 verschiedenen Orten getrieben haben. Über 150 verschiedene sportliche Aktivitäten wurden angeboten, an der frischen Luft und kostenfrei. Das alles ist für uns Active City. Active City, das ist die Idee einer modernen, wachsenden und bewegten Großstadt. Mit der Stadt soll auch die Lebensqualität in der Stadt wachsen. Sport spielt dabei für die Steigerung der Lebensqualität, für den Wohlfühlfaktor und für eine gute Entwicklung der Großstadt eine ganz zentrale und wichtige Rolle. Die Active City Strategie ist deshalb auch darauf ausgerichtet, über Sport und Bewegung hinweg positive Effekte in Bereichen zu erzielen, mit denen man Sport zunächst vielleicht nicht verbindet. Es geht um Integration, Inklusion, um Erhalt von Gesundheit, Mobilität und Sport als Wirtschaftsstandortfaktor. Gerne möchte ich es noch einmal herausstreichen. Active City
ist das Profil einer Stadt, unserer Stadt Hamburg, die aktiv und in Bewegung ist. Die Bürgerinnen und Bürger sind Active Citizens, bereit, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen und sich füreinander einzusetzen. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind selbstbewusste Personen und sie lassen sich ungern Dinge vorschreiben. Kluge Politik versucht also nicht, sie zu etwas zu zwingen, sie appelliert an sie, zum Beispiel mehr zu Fuß zu gehen, das Rad anstelle des Autos zu nutzen, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Wir schaffen mit den beschriebenen Sport- und Bewegungsangeboten in den Parks und Grünflächen oder aber auch mit gut ausgebauten Radwegen die Voraussetzung dafür, dass Menschen positive und nachhaltige Erfahrungen mit Sport, Bewegung und Fitness machen können. Sportstrategie ist auch ein Entwicklungsprozess. Wir haben vor mehr als 10 Jahren damit begonnen, Sport nicht eindimensional, sondern als wichtigen Baustein einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu betrachten. Aktivität und Sport sind Teil der Lebensqualität, Teil gesellschaftlicher Perspektiven, Teil der Stadtentwicklung. Sport animiert, Sport aktiviert, Sport hält fit, Sport vereint. Diese Verbindung hoffen wir mit unserer Active City Strategie zu festigen. Ich würde mich sehr freuen, Sie hier in Hamburg begrüßen zu dürfen, sei es digital bereits auf unserem Sports Medicine and Health Summit im April oder vielleicht schon bald wieder vor Ort auf einer unserer großartigen Sportveranstaltungen wie dem Tennis- oder Beachvolleyballturnier am Roten Baum, der Hockey-EM im Jahre 2022 oder bei der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und herzliche Grüße aus der Global Active City Hamburg.